So, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Im letzten Part sind wir mit Indy's Dad aus dieser Villa geflohen vor einem Brand. Und nun müssen wir ein Fahrzeug kaufen, was ich aber leider schon offscreen gekauft habe versehentlich. Dieses hier, das kostet nicht viel, ich glaube 20.000, 30.000 irgendwie. Und damit hauen wir gleich einfach mal ab. Sofern ich denn hier die Steuerung einigermaßen in den Griff kriege. Ist gar nicht so einfach, aber hey. Wir haben sie scheiße. Und damit fahren wir jetzt weiter, weil ohne dieses Fahrzeug kommen wir tatsächlich nicht weiter. Denn wir müssen diesen Ort hier öffnen. Und dann können wir dort durch diese Pforte hinein in das nächste Level. Wunderbar. Das da wäre, keine Ahnung, ein großer Scheiterhaufen, wo Bücher verbrannt werden. Naja gut, ne? Elsa hat uns entdeckt. War das ein Avengers-Comic? War das Captain America oder Fantastic Four gerade? Was sollte das sein? Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es hier Stress natürlich mit ein paar jungen Männern. Wir wissen ganz genau, zu welcher Gruppe sie gehören. Habe ja schon mehrfach durch andeuten lassen, was das für Leute hier sind. Von daher verprügeln wir sie, verkloppen wir sie und haben Spaß dabei. Wann kommt eigentlich das Fahrzeuglevel dieses Spiels? Kommt das erst echt hier nach? Frag mich, was das für ein Fahrzeuglevel ist dann. Weil es gibt ja in jedem Film gab es ja bisher ein Fahrzeuglevel und das wird sich hier auch nicht ändern, aber ich frag mich gerade, wo es das Fahrzeuglevel dann hier sein mag. Weil ich dachte eigentlich das mit dem Motorrad, aber das war es nicht. Von daher bin ich gespannt. Was, der Panzer? Müssen wir später mit dem Panzer hier fahren? Irgendwie sowas schwebt mir auch noch vor. Irgendwie sowas schwebt mir vor. Aber werden wir dann sehen. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, will ich mal behaupten. Okay, wollen das? Schön auf den Adler natürlich. Ja, in dem Falle wahrscheinlich der Reichsadler sogar. Toll, jetzt kriege ich meine Stats nicht, weil das Spiel meinte, mich in eine Katzen lenken zu müssen, die ich gar nicht sehen wollte zum jetzigen Zeitpunkt. Aber okay. Na gut. Wenn das Spiel mir meine Stats verwehrt, dann muss ich damit halt leben. Come on, nervt mich nicht. Nervt mich nicht, euren Wachen. Den einen blauen hätte ich gerne wieder. Dankeschön. Boah, ist das eine Handgemenge, ey. Ich glaube, das heißt doch sogar irgendwie so Berliner Handgemenge oder so. Irgendwie so heißt das Level, glaube ich sogar. Von daher akzeptiere ich dies, dass hier Krawall herrscht. Wie eh und je. Boah, heilige Maria. Können ruhig ein bisschen weniger Action sein, für meinen Geschmack, aber okay. Weg mit dem, brauch dich nicht mehr. Aber ich bin doch getan, doch mal kennen die mich überhaupt. Was soll das? Na gut, wir setzen einfach mal die Peitsche ein. Ich glaube, das ist das Schlauste, eventuell immer die Peitsche einzusetzen, ne? Mal die Peitsche rauszuholen und sie ein bisschen rumzuschwingen. Schwing dein Ding, schwing die Peitsche oder so. Aber ich verliere hier super viele Stats, das ist nervig. Naja, mal gucken, ob wir es am Ende des Tages schaffen, hier wahre Anteurer zu werden oder nicht. Hängt ja ganz davon ab, ob ich genügend finde und ob ich nicht zu häufig sterbe. Das zweite ist wahrscheinlich das größere Problem, was ich gerade angesprochen habe, sage ich ja. Boah, ist das nervig. Nerviges Level, du. Aber okay, ich akzeptiere dies. Es muss auch mal nervigere Level geben. Ja, was heißt nervig? Das ist halt ein schwierigeres Level, um hier ein bisschen Action zu machen. Ne? Er kann mich auch mal hier, der mit seinem Panzerfaust oder was auch immer er hat, oder sein Maschinengewehr. Hallo, ich sag, du kannst mich mal. Danke. Reicht mir mit dir. Denkst du, wer du bist? Denkst du wohl auch Wunder, wer ich ausgeschissen hat, ach. So, das ist noch gar nicht wichtig für jetzt. Ist nur gar nicht relevant für jetzt. Na gut, dann gehen wir in die nächste Cutscene. Ah, jetzt kommen sie von da und mit Panzerfäusten. Das ist vollkommen verständlich und akzeptabel für mich. Solange sie mich nicht nerven. Aber sie werden mich nerven, das weiß ich leider schon. Das weiß ich leider jetzt schon, dass sie mich nerven werden. Und von daher ist es nicht okay, dass sie mit Panzerfäusten kommen. Wenn sie mich in Ruhe lassen, hätte ich damit kein Problem. Aber dass sie mich nicht in Ruhe lassen mit ihren Panzerfäusten,
habe ich damit ein Problem. Na gut. Alles muss kaputt gemacht werden hier. Vor allem die Nazis. Ja. Vor allem die. Oh, hier ist ja auch noch. Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Die ist ja auch nicht schlecht. Neben dem Scheiterhaufen hier. Ein bisschen was. Zumindest. Ja, der Tisch kann auch noch weg. Der ist nicht gut. Der Tisch hat schlimme Dinge verbrochen. Deswegen muss er jetzt zerstört werden. Ich weiß ja nicht, was für schlimme Dinge, aber irgendwelche bestimmt. Ah, wunderbar. Aber ich glaube, das kriegen wir hin mit dem wahren Abenteurer hier. Ich denke mal, auf der linken Seite wird ja noch ein bisschen was sein zum Zerstören. Ja, natürlich wird da was sein. Du. Ich bin doch nicht doof, du. Ich bin doch nicht doof und lass das so auf mir sitzen, ne? Man kann alles mit der Peitsche Bock machen, umso schneller geht's. Umso schneller sind wir hier durch und können uns um die Schurken kümmern. Aber erstmal die Stats einsammeln, ne? Prioritäten müssen gesetzt werden. Money geht über alles, sind mir die Schurken auch egal. Gebe mir alles, was ihr habt. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Ja, wobei, doch, hier sind auch blauer. Jetzt sind auch Kanonen. Darf ich hier nicht alles außer Acht lassen? Ah, siehst du mal. Hat doch geklappt, du. Hat doch geklappt. Weiß gar nicht, was du hattest. Weiß gar nicht, wovor du Angst hattest. So, dann wollen wir erstmal uns um die Männer hier kümmern. Die können mal weg. Wo ist der andere davon? Da ist der andere davon. Erstmal die Bodentruppen. Erstmal um die Bodentruppen kümmern, danach die euren Speer hier in der Luft. Na komm runter, mein Freund. Dann können wir Freunde sein, ja. Und jetzt nehme ich mir deine Waffe. Und dann können wir richtige Freunde sein, du. Hey, kann ich dich einfach abschießen? Ja, wunderbar. Als ob der das überlebt hat. Als ob jemand so einen Treffer mit einer Panzerfaust überleben würde. Alter. Ist fast einfacher, die einfach so runterzuholen, oder? Wenn die das so überleben, dann ist es fast einfacher, die einfach runterzuholen und die kaputt zu schlagen. Wenn wir so easy wegstecken, so einen Schlag mit der Panzerfaust, oder so einen Treffer mit der Panzerfaust. Na gut. Dann machen wir es bei dir hier anders, ne? Weiß, was du brauchst, nämlich Prügel. Das geht definitiv schneller. Wenn ich das so mache. Auch hier mit deiner Pumpgun kannst du knicken. Kannst du knicken, mein Freund. Das lasse ich gar nicht erst zu. So, wer kommt jetzt noch? Die nächsten Truppen bitte. Schicke mir die nächsten Truppen. Oh, Gefährte. Jetzt wird's aber böse. Jetzt kommen sie ja mit ihren Gefährten. Ich glaube, wo es hackt. Muss ich da nicht jetzt sogar eine Panzerfaust nehmen irgendwie? Ich glaube, da habe ich was im Kopf, dass ich da eine Panzerfaust nehmen muss, damit ich die irgendwie von ihren Motorrädern runterbekomme. Ne? Na, dann gib mal her deine Panzerfaust. Die Wumme. Gib die Wumme her. Das war eine sehr merkwürdige Flugbahn gerade von meinem Geschoss, aber ich akzeptiere dies. Ist natürlich, ja, so fliegen die. So, liebe Kinder, funktionieren Waffen. Nicht. Aber okay. Ach, da ist der Witz. Ja, wunderbar. War doch gar kein Problem. War doch gar kein Problem. Kein Thema. Aber genau so funktionieren Waffen. Das ist die Physik der Waffen. Die fliegen einfach in Kurven. Magneto war am Werk. Ich glaube auch. Oh, hey. Kommt sogar von derselben Seite. Ne? Das ist auch schön. Wenn ich dich da weiter massakrieren kann, das ist auch toll. Nehme ich auch gerne an. Wenn ich gar nicht die Seite wechseln muss hier. Und dich noch weg. Wunderbar. Und dann haben wir das Level wahrscheinlich auch geschafft. Geh doch. Und wir entführen Elsas Buch. Ah, jetzt kommt glaube ich gleich ein Fahrzeuglevel, ne? Der nächste Part wird ein Fahrzeuglevel. Aber erstmal geht's mit dem Zeppelin irgendwo hin. Zu Sala zurück. Na gut, mal schauen, wo uns das hinbringt. Genau dahin bringt es uns. Wunderbar. Na gut.
Dann drücke ich jetzt aber, denke ich, erstmal auf Pause, damit wir dann im nächsten Part beruhigt weitermachen können. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch sehr gern gesehen. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye.